Willkommen zurück zur großen Monsterzucht. Werte Freunde, es geht weiter ab sofort jeden Mittwoch. Da werden wir unser Spaß haben. Yeah. Gut, ich würde sagen, legen wir sofort los, denn wir wissen, die Parts können lange gehen, wenn ich da erstmal drin bin. Und ich will es eigentlich nicht wieder so übertreiben wie das letzte Mal. Dafür kommt es ja jetzt auch regelmäßiger. Also, Monsterzucht, wir werden jetzt erstmal wieder was einfangen, würde ich sagen, weil wir haben ja jetzt Kapitel 2 erreicht in der Story und somit gibt es hier auch neue Kreaturen einzusammeln. Mal gucken, was wir abbekommen. Erstmal Fallen stellen. Die Frage ist natürlich wieder wo. Ich hätte eine Idee und zwar... Hallo? Ah, okay. Nicht auf Besaid. Lass uns mal überlegen. Wir haben storymäßig... Ich würde ja halt gerne wieder einen Boss abbekommen, wisst ihr? Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wo die Bosse sind. Wir könnten eventuell auf der Mihen-Straße den Chocopo-Gourmet bekommen. Das könnte man doch mal probieren. Wenn ich da einen XL-er reinmache, wenn ich überhaupt einen XL habe. MS, na toll. Das war ja schon mal ein super Plan. Egal, dann mache ich ein Spezial da mal rein. So. Suche nach. Na gut, aber dann kriege ich keinen Boss, ne? Dann kriege ich halt eine spezielle Art. Das ist eigentlich auch blöd. Humanoiden. Nee, okay, lass mal. Das finde ich dann doch blöd. Schade, ich habe kein XL, dann kann ich mir auch keinen Boss schnappen. Wahrscheinlich. Hm. Das ist blöd. Na gut, egal. Dann werden wir halt andere Dinge machen. Und zwar Quadusalam, nee, Funguspasta, Josie-Straße könnte man mal... Machen wir mal bei der Josie-Straße ein SP hin mit Humanoid. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. So, und dann des Weiteren... Wo wird es noch richtig abgehen? Ich würde gerne mal in Bevel eine Monsterkapsel M setzen. Gucken, wer weiß. Auf der stillen Ebene ein M. So, dann machen wir mal... Ja, die S eigentlich am uninteressantesten. Dann immer die kleinen, aber gut. Vielleicht kriegt man ja trotzdem was Gutes ab. Dann machen wir noch auf den Funkuspass ein. So, dann könnten wir noch... Wie wär's mit Kilika einen Humanoiden? Dann würde ich halt... Weiß nicht, vielleicht kriegt man da... Jemand, wo wir kennen oder so. Also mal was richtig Lustiges. Aber das wird wahrscheinlich nicht klappen, ne? Okay, ich denke, das reicht erstmal. Gott, ich habe gar nicht so viele Namen diesmal parat. Die meisten Kommentarschreiber habe ich schon eingebaut. Ich denke, da werde ich mal ein bisschen noch mir was anderes überlegen. Ja. Da habe ich mich jetzt auch gar nicht vorbereitet, muss ich sagen. Doch einen Namen habe ich, glaube ich, noch. Aber, okay. Schreibt Kommentare, wenn ihr auch ein Monster werden wollt. Nicht vergessen. Also, Runde auf. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Hat sich das gelohnt? Wir fangen an bei... ja, Kilika. Fehlanzeige. Schade. So, dann haben wir im Funkuspass was probiert. Glaube ich. Ein Tomberry! Oh, ja, ein Tomberry nehme ich doch mal. Das könnte interessant werden. So, löschen. Okay, wen nehme ich denn da? Wer ist klein, grün und hinterhältig? Gibt es in diesem Spiel eigentlich ein rosa Hund? Nein, gibt es nicht. Okay, dann wird es jetzt eine große Formation geben. Der rosa Hund verwandelt sich in was Kleines, Kleines Grünes, was niemand mag. Ihr wisst alle, von wem der... von wem die Rede ist. Ja gut, vielleicht mag er die Viecher auch. Vielleicht fühlt er sich da ja mal geehrt. Aber wahrscheinlich nicht. Wer mag schon Tomberries? Ich weiß ja nicht. Spyro ist in der Gang. Willkommen. So, weiter geht's mit Josie Temple. Da hatten wir auch... Nee, da hatten wir niemand. Okay. Wo habe ich noch was gelegt? Bevel. Ach so, ein komisches Viech. Ja. Dann nehme ich dich halt mal mit. Jetzt muss wieder jemand rausschmeißen. Ah, Mist. Wen schmeißen jetzt raus? Bei wem wollte ich die Story... Ah, Mist. Bei wem wollte ich die Story noch voranbringen? Mal gut überlegen. Traue ich mich jetzt nicht, jemanden rauszuschmeißen wegen der Story.
Ich glaube, Marcel Mose war der große. Wie heißt Adamantai? Und da hat. Da ging gar nichts, das weiß ich noch. Ich werde mal den Marcel rausschmeißen. Den Marcel, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich den Namen unglaublich falsch ausspreche. Ich meine natürlich Marcel. Oh. den werde ich jetzt mal entfernen. Und da habe ich sogar noch einen Kommentarschreiber mir vorbereitet. Ich hoffe, er fühlt sich geehrt. Ich weiß ja nicht, das ist. Was? Ah, ich habe sogar zwei vorbereitet. Also den hier nehmen wir mal Sihan oder Cyan oder wie auch immer man den Namen ausspricht. Ich hoffe, du erkennst dich wieder und bist zufrieden mit meiner Wahl. Wie ich jetzt schon voll auf dem PS4-Trip bin, ne? Und R2 zum Bestätigen drücke nach so einem Texteingabe. Hat sich schon voll irgendwie. Oh, ne. Moment, das ist eine. Ah, Geschichte des Monsters vollständig, genau. Das heißt, ich brauch das ja nicht nochmal. Nein, geh weg. Du bist fertig. Oder wenn ich es jetzt genommen hätte, wäre nichts passiert, oder? Den will ich nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht, das war jetzt nicht so krass. Monsterkapselwahl. Was habe ich denn da eigentlich jetzt noch? Kann ich da nicht irgendwie ein Xer mir holen? Achso, da kann ich jetzt wieder zwei legen. Ja, das ist jetzt aber eigentlich uninteressant. Nee, das möchte ich nicht. Ich will wieder XLer haben. So. Ich glaube, wir haben ja eine neue Arena, ne? Ich will gerade erst in die Geschichte gehen. Nee, wir gehen erst in die Arena. Neue Geschichten gibt es ja erstmal noch nicht. Yeah, so. Ja, Turnierteilnahme kann ich ja noch raus, ne? Wenn ich. Aha, hier, Standardturnier Pro. Cool, 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 aber ich weiß nicht, ob wir da schon eine Chance haben. Machen wir jetzt erstmal ein Team. Was? Hier, ne? Und ganz unten alle entfernen. So, also, ich habe einen kleinen Spyro, die alte Giftnudel, und ich habe. Den da. Warum die beiden nicht erstmal probieren, unsere Neuzugänge. Mal gucken, wie die harmonieren. Das passt nämlich ganz gut. Also, Sian und Spyro sind dabei. Okay. Für Sian wählen. Dann müssen wir wieder gut gucken. Ach ja. Was? Und was ist, wenn ich eine andere Palette will? Und einen ganz anderen Job? Wieso kann ich nicht. Moment mal. Ach, hier oben. Ja. Lass mich doch das auswählen. Du Honk. Wir haben ja ein paar ausgerüstet. Was, wenn ich sowas wie Wiederbelebung reinmache, ob er sich dann heilen kann, rein theoretisch? Ich weiß nicht. Bitte Kostüm wählen. Ja, er kann auf jeden Fall Engel. Das kann ganz gut sein, wenn Spyro die Löffel abgibt, was ja wahrscheinlich ist. Und dann haben wir noch Samurai-Killer, Beschussunterstützung. Das ist eigentlich immer drin, aber hier kommt noch Gesundheit hinzu. Und da die Knallerbse. Nehmen wir das doch mal. Der Knallerbse. Und so sehr auf Heilung will ich ihn jetzt auch nicht trimmen. So, bei Spyro. Könnte man das gleiche nehmen. Oder ich gucke mir mal den heilenden Wind an. Ja, dann können sie halt kein Engel. Aber gut, der andere konnte dafür nicht heilen, ne? Deswegen, das wird doch ganz gut. Dann kann der Vitra, Himmelselement, Magie plus, Prädizion. Ja, nehmen wir mal das. So. Jetzt vielleicht noch ein paar Accessoires, wobei ich mache ungern Accessoires rein, dann immer wieder die Rausfriemlerei und, ich hasse das. Deswegen, ich warte erstmal noch kurz. Wir gehen mal hier in die Accessoires rein und mal gucken, ob da noch irgendjemand was anhat. Wobei, nee, ich kann das. Das ist falsch hier. Dann muss ich in Ausrüstung rein. Ja, hier ist alles drin. Wer hat denn hier noch was an? Hier ist nichts. Kann ich nicht einfach mit. Durchswitchen? So. Ja, genau. Dann kommen wir zu Jojo. Max Schlitzer? Nein, nicht jetzt. Och, Max. Da bist du jetzt ein bisschen eine Diva, Max. Was hast du jetzt davon?
Dice Project hat nichts drin. Lord Raiden will es auch unbedingt wissen. Bitteschön, bist ein Schütze. Haben wir Lord Raiden schon gespielt? Ich kann mich gerade gar nicht so... Obwohl, doch, ich glaube schon. Oh, Lurker. Mit dem haben wir es das letzte Mal noch probiert. Und das war's anscheinend. Gut. Dann haben wir die freie Wahl bei den beiden. Cyan, was werde ich in dem geben? Vielleicht irgendwelche Zustände sichern, dass da nichts passieren kann. Er ist ja ein Roboter, eigentlich dürfte er ja gegen all das immun sein, gegen diese Zustände. Hier wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, Brotes Shell in Notsituation zu haben. Ich mach den mal rein, den Mauerring. Magie- und Zauberabwehr ist bei dem aber nicht so sinnvoll. Schutz vor Tod und Exp 0. Schutz vor Tod, Schutz vor Tod. Das werde ich, glaube ich, eher dem anderen geben. Boah, 40% MP ist aber auch nicht schlecht. Abwehr plus 20, ja komm, das ist doch, das klingt doch gut. So, und bei Spyro, der kriegt dann... Ich weiß nicht, was Spyro machen wird, ob er mehr auf Magie geht oder rumpiekst. Ich denke ja mal, dass er auf Magie gehen wird, aber ich bin jetzt halt nicht sicher. So, Schutz vor Tod. Und... Was nehme ich noch? Machen wir mal HP noch hoch. Das kann bei denen definitiv nicht schaden. So, also eine neue Gruppe. Und wir probieren es erstmal mit der kleinen, mit dem kleinen Turnier. Wenn das gut läuft, können wir ja auch noch ins Pro wechseln. Los geht's. Da bin ich mal gespannt. So, Kampf beginnen. So, da kommen die drei Schleimis. Ganz schön aggressiv. Ich wusste gar nicht, dass das mehr wie drei Sterne gibt. Ich dachte, bei drei Sterne sind wir schon im Maximum. Aber da hat mich mal der Nobody darüber aufgeklärt, dass es mehr wie drei Sterne gibt. Und tatsächlich, es gibt sogar fünf. Greift wie wild an. Und der Spyro, der macht hier einen ganz guten Job bisher. Ja, fünf Sterne... Nee, ich wollte gerade sagen, 5 Sterne ist das Maximum. Das weiß ich gar nicht. Der Kampf ist nämlich schon zu Ende, während ich hier rumgespielt habe. Das ist ja mal geil. Das ist gut zu wissen. Dann kann ich das ja doch noch ein bisschen besser steuern. Ich dachte, die sind schon die ganze Zeit so. So, also Monsterkapsel S brauche ich nicht, sage ich jetzt ganz ehrlich. Habe ich keinen Bock drauf. Nächster bitte. So, mal gucken, ob jetzt standardmäßig die 5 Sterne schon drin sind. Nee, muss ich wieder hochmachen. Mal gucken, ob es mehr gibt. Nee, 5 Sterne ist das Maximum, alles klar. Dann lassen wir das erstmal auf 5, solange wie es mit der HP gut aussieht. So, das ist schon mal kein One-Hit mehr für den guten Spyro. Aber ist vielleicht noch nicht so schlimm. Greift an wie wild. Das funktioniert ganz gut bisher. Aber das waren bisher auch noch die einfacheren Gegner. Das kann sich alles nochmal ändern. Ah, bis zweimal mal beim Gegner ist, ey. Okay, jetzt wäre vielleicht eine Heilung ganz gut. Sieht gut aus. So, ich lasse es mal so. Vielleicht heilt er sich dann. Aber lass uns etwas Kampfgeist sehen. Und eins ist niemals aufgeben. Ich weiß ja nicht, ich lasse es dann mal auf der 3. Hopp, komm schon. Gut, dass der Wolf gerade auf Cyan gegangen ist. Das war ganz schön eng. Cyan hat sinnloserweise Engel gesprochen. Also wenn es sowas wie Schutzengel wäre, dann wäre das natürlich sinnvoller. Puh, das war knapp. Die M nehme ich mal. Und weiter geht's. Das ist ja schon Finale jetzt, ne? Gut. Ah, die sollte man doch hinkriegen, oder? Nein, der Adler ist im Oversoul. Wie gemein. Boah. Hoffentlich wird uns das jetzt nicht das Bein brechen. Aber das sieht... Ah, dieser schöne Schaden auf alle. Das macht sie ja richtig gut. Und er ist ja auch eine HP-Sau, muss man an der Stelle mal sagen. So, da ist das erste Vieh schon tot. Also ich denke, das ist hier überhaupt kein Problem. Wir können mit den beiden auch mal zum ersten Mal uns das Pro
Turnier angucken. Wobei man ja schon sagen muss, dass Spyro ein bisschen schwächelt von seinen HP her. Da ist ein bisschen... Da ist es ein bisschen knapp. Aber na gut, dafür macht er einen schönen Schaden. Wenn Spyro nur ein bisschen schneller wäre. So. Okay, das hätten wir geschafft. Bis da Spyro mal beim Gegner ist, schon alles tot. Mega Phönix erhalten. Das sind aber auch geile Items, die man hier bekommt. Aber leider kein Level. Ja, ist klar, ne? Je höher das Level, wie wir es hier eingefangen haben, desto schwieriger ist es auch, sie zu leveln. Müssten wir also öfters machen. Oder wir kriegen bestimmt mehr Level, wenn wir das Pro-Turnier schaffen. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir uns das verdient. Gibt eine Monsterkapsel M. Ja, nehmen sie mal mit. 4 Explosions, also ich finde das super. Das lohnt sich doch richtig. Aber ich bezweifle irgendwie, dass die beiden das Pro-Turnier schaffen werden. Wir werden es dennoch jetzt probieren. Wir wollen natürlich das auch mal sehen, was es da für Teams gibt. Also, hier werden auch die Siege gesammelt, wie man sieht. 4-mal haben wir es jetzt bisher schon geschafft. Sehr schön. Das Pro ist jetzt neu. Dich erwarten stärkere Teams. Wer hätte es gedacht? Wir bleiben beim Team und gucken mal, wie es läuft. So, Möwenpack gegen Heavy Metal. Außerdem gibt es noch den Pooting. Grausiger Himmel, Bombig, Profikiller ohne Tränen und schuppiger Drupp. Jo, wir lassen uns einfach überraschen. Ich werde die Teamanzeige jetzt nicht machen. Gucken wir einfach, wer unser erster Gegner ist. Oha. Na gut, das muss ja nichts heißen. Haha, daneben. So, machen wir es gleich wieder schön aggressiv hier. Aber der Schaden gefällt mir nicht von Spyro. Das war ja mal nicht so dolle. Ah, das ist... Ich glaube, ich muss da was ändern, Leute. Ich glaube, ich muss da was Gravierendes ändern, weil... Dass Jan Englisch spricht, kann er nicht sein. Das ist doch Blödsinn. Wenn er das machen würde, wenn er tot wäre, okay. Aber doch nicht einfach so, weil das kann. Dann gebe ich ihm doch lieber die, andere Heilpalette, wo Vitra drin ist. Das ist dann sinnvoller wie Engel. Spyro scheint keinen Bock haben, sich zu... Ich werde mal ein bisschen runtergehen. Vielleicht hat er dann Bock, sich zu heilen. Aber er könnte ja, wenn er wollte. Jetzt kann er nicht mehr. Ja, jetzt wäre ein Engel ganz angebracht. Oder Sian räumt einfach alleine auf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Daneben... Der Schaden ist nicht gut, das wird gar nichts. Das wird nichts. Werden wir wohl nicht schaffen. Es ist halt auch Immunität mit drin. Ein langer Kampf. So, jetzt kommt vielleicht ein Zauber namens Engel. Das wäre ganz gut. Er wollte doch gerade zaubern hier. Lass ihn mal zaubern. Knallerbsen, na toll. Das solltest du jetzt eigentlich nicht tun. Das, wow, das bringt es ja unglaublich. Okay, erster Gegner und das sieht nach einer eindeutigen Niederlage aus. Die letzte Knallerbse reißt das Vieh aber auch nicht runter. Und ich glaube, jetzt werden wir gleich zunichte gemacht. Oh, da kam der Engel noch durch. Ach komm, dann alles oder nichts hier jetzt an zum Angriff. Hemmspalter, jetzt liegt Sian auf dem Boden. Aber Spyro macht wenigstens ein bisschen mehr Schaden, wenn er jetzt vielleicht... noch ein paar Mal trifft hier. Dann schaffen wir ihn vielleicht noch. Mal gucken. Sein ATB-Balken ist ja nicht so groß, zum Glück. Schade. Schade, schade, schade. Das war ein bedeutend großer Schaden, den wir hier bekommen haben. Dann gibt es natürlich auch keine Belohnung für die beiden. Tja. Es brauche ich nicht. Schade. Gleich mal gegen Heavy Metal hier abgestunken. Und keinerlei Geschichte-Fortschritt. Das ist natürlich auch schade. Gehen wir mal rüber zu der Monstererschaffung noch einmal. So, und gucken uns die Geschichten an, wo denn noch was fehlt. Ist das ein Zoo hier?
So, also Lurker, Yo-Yo, Lord Raiden, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist so groß und mächtig, bei dir muss doch was funktionieren hier. Ja, da sind wir ja auch schon ganz schön weit. Die Alpello haben mir gezeigt, wie man Ballons mit Gas auffüllt. Das ist gar nicht so einfach. Das haben wir aber alles schon mal gelesen, ne? Jetzt bleibt doch mal da drin. Ja, so, dann nochmal die Geschichte. Ich wollte eigentlich durchswitchen. So, schnell. Auf dem Heimweg haben wir einen Tanz gezeigt. Das war etwas unheimlich, aber ich habe es schon Schlimmeres gesehen. Also in Spira gibt es echt die verschiedensten Völker. Ich bin schon auf bestem Wege, aber noch ist meine Zukunft als Luftballonverkäufer nicht gewiss. Ich meine, so wie ich nun aussehe. Was, wenn sich kein Mensch in meine Nähe traut? Der hat schon vier Kapitel. Noch eine, ne? Noch eins. Ob wir es mit Lord Raiden nochmal versuchen sollten? Wäre doch ganz gut, wenn seine Geschichte dann voll wäre. Deswegen Abbruch. Und nochmal ab in die Arena. Wenn die Geschichte voll wäre, wird es ja dastehen, das Monster freilassen oder sowas, ne? Also muss da ja noch was kommen. Probieren wir halt. Jetzt müssen wir unser Team umstellen. Teamzusammenstellung. So, dann ausrüsten. Euer Kram kommt wieder raus. Wie kann ich das nochmal schnell entfernen? Gab es hier nicht so einen Button? Entfernen? Ja, genau, ablegen. Ja. Auch gut. Ablegen, ablegen, ablegen. Bei dem genauso. Ablegen. Ablegen. Gruppenmitglieder. So, langsam werde ich wieder ein bisschen wärmer mit dem Inventar. Mit dem, da, mit dem, doch, mit dem Menü. Nennen wir es Menü. So, Teamzusammenstellung, Hammer. Aber ich wollte eigentlich dich noch ein bisschen bearbeiten, mein Freund. So. Ja, vielleicht sollte ich ihm heilender Wind geben. Das war halt ein bisschen fadig, weil dann Engel einfach so random gemacht wird. Aber heilender Wind, da gibt es keine. Da gibt es keine Frage. Da wird er wohl was Sinnvolles machen. Also, hier muss es ja auswählen. Ist es ja noch drin, es ist ja noch drin. Magie plus Vitra. Tyrannenschwanz hat er immer drin. Präzisionsschlag Vitra. Vitra ist auch immer drin. Ja, bleiben wir dabei. Da werde ich mir schon was dabei gedacht haben. Dann. Was nehmen wir denn da? HP plus 20%. Vielleicht noch Stärke hoch. Angriff, Abwehr plus 10. Okay, probieren wir es damit. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich nehme. Wir machen mal ein Standardturnier mit ihm. Ich meine, der braucht hier wahrscheinlich nur noch ein Level. Das reicht ja ein kleines Turnier. Wenn er jetzt richtig gut abrockt hier, dann mache ich das. Probiere ich mit ihm auch noch das Pro-Turnier, bevor ich ihn freilasse. Und auch ihn schalte ich jetzt auf richtig aggressiv. So, mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist ja eine schöne Ansicht hier, wie wir sein Hinterteil betrachten dürfen. Schaut euch die HP von Lord Raiden an. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn? Was hat der für eine HP-Anzahl? Wie geil. So, jetzt müssen wir nur noch ein Level bekommen. Mal gucken, ob wir das in dem Turnier noch schaffen. Will ich nicht. Die S. Und weiter geht's. Aber mit den HP traue ich mich dann auch mal. Ach nee, ich weiß, wie das war. Kann es nicht sein, dass die Wassermasse diese gigantischen HP auf 1 runtergesetzt hat und dann habe ich mich nicht mehr motiviert gefühlt, das trotzdem zu probieren. War es nicht so? Kann es sein, dass jetzt genau wieder das gleiche passiert, wenn ich Pech habe? Naja, mal gucken. Ja, es. Ah, ist das gemein, ey. So, wartet mal. Jetzt nehme ich die Dinger weg, mit der Hoffnung, dass er sich heilt. Niemals aufgeben, heil dich. So, jetzt macht die. Ja, sehr gut. Und jetzt wieder voll drauf. Das war, ne? Mal schön gemacht. Diese. Das ist so gemein von der ollen Masse.
Aber gut, was will man machen? Boah, jetzt wieder eng. Und ich darf wieder... Okay, aber immerhin... Wie, türmen? Was? Nein! Du kannst doch nicht türmen. Du hättest das geschafft. Das eine Vieh war tot. Ach, Junge. Brauche ich nicht. Ach, wegen der Wassermasse. Das regt mich auf. Das müsste nicht sein. Wir sind doch... Wir haben ein richtig fettes Vieh und es haut ab. Teamzusammenstellung. Ich will nochmal was nachgucken. Ausrüstung. Ach, Lord Raiden, was mache ich nur mit dir? HP 20%, ja, Angriff, ja, machen wir sowas so. Aber hier wollte ich eventuell... wo war es denn? Halbiert das? Nee. Dieser Schutz vor Tod, vielleicht, dass es auf 1 runterfällt. Aber ich glaube, nee, damit ist der Todeszauber gemeint, ne? Das auf 1 runter, das wird mich nicht retten, befürchte ich. Deswegen können wir es auch lassen. Aber ich würde es gerne jetzt nochmal mit ihm probieren, jedoch in das Standard-Turnier Pro. Vielleicht gibt es in dem Pro-Turnier keine blöde Wassermasse, die mich auf 1 runterschlägt. Und diesmal werden wir gegen Bombig kämpfen. Na, mal gucken. Wir werden doch jetzt hier noch ein Level vollkriegen, oder? Aggressiv, bitte. Also die Bomber machen schon mal einen eigentlich ungefährlichen Eindruck. Der Schaden auch. Aber Lord Raiden geht ab hier. Ich finde das auch... jetzt hat er X0 gemacht. Wenn das jetzt wirklich so ist, dass der keine Erfahrung bekommt, nur weil er diesen Skill hat oder benutzt hat, dann muss ich das natürlich unbedingt wieder rausnehmen. Aber das kann doch damit nicht gemeint sein, oder? Na guck, wir werden ja merken, was passiert. Jetzt machen wir hier das alles ja gerade total umsonst. Mal schauen. Aber warum sollte es denn ein Item geben mit X0? Das ist doch Schwachsinn. Und ja, wir kriegen Erfahrung. Dann ist ja alles gut. Darüber hinaus noch eine Bomberseele und Phönixfeder. Und das Level ist gestiegen und somit auch die Geschichte, die dürfte jetzt vollständig sein. Natürlich wird der jetzt trotzdem hier... Oh ja, her damit. Sein Turnier weitermachen. Wir kämpfen jetzt, wenn ich es richtig sehe, gegen den grausigen Himmel im Halbfinale. Bin auch gespannt. Oh ja, das sieht wirklich grausig aus. Aber zum Glück sind wir ja groß. Hab ein gutes Gefühl, Leute, dass wir hier eventuell dieses Turnier schaffen können mit Lord Raiden. Das Geile ist einfach dieser kleine ATB-Balken. Wie der da draufhämmern kann, in was für einem Speed. Das ist so gut. Trotzdem kriegen wir auch richtig fett Schaden von diesem Flatterviech. Und ich hoffe... So, ich werde jetzt mal ein bisschen runterschrauben. Ich hoffe... Der wird sich jetzt mal heilen langsam. Dankeschön. Und dann können wir wieder voll auf die Zwölfe hier. Obwohl, ne, ich muss schon wieder darauf appellieren, dass er sich heilt. Und ich glaube, ich bin selbst schuld, dass er vorhin getürmt ist. Weil wenn man auf einen Stern runterschaltet, dann steigern wir die Wahrscheinlichkeit, dass er türmt und nicht, dass er sich heilt. Jetzt wäre es echt gut. Ja, da kommt Vitra im allerletzten Moment. Ach, hey. Komm, das Vieh... Ah, oh, so viel kann das ja nicht haben jetzt noch. Oh, jetzt macht er irgendwas Größeres. Unser Raiden. Nur was? Tyrannenschwanz. Oh, komm schon. Wir haben so viel Schaden gemacht. Gibt's doch nicht. Letzte Chance. Hopp. Die Heilung kommt eventuell zu spät. Ich kann nicht hinsehen, es ist zu spät. Verdammt, ey. Och, Mann. Wie unglaublich stark das Flatterviech ist. Aber na gut, egal. Wir haben ein Level bekommen. Sind leider ausgeschieden, werden nicht gegen Heavy Metal nochmal kämpfen müssen im Finale. Und einen Kampf um Platz 3 gibt es auch nicht. Deswegen... gucken wir uns das jetzt nochmal an, ob da eventuell was weiterging.
dann haben wir auch genug für heute erlebt. Aber eigentlich steht es ja beim Level Up auch dabei, oder? Wenn da was Neues dazukommt, ich weiß nicht. Doch, Kapitel 5. Kapitel 5, werte Freunde. Die Geschichte mit dem Ballonverkäufer, die wir ja schon das letzte Mal gelesen haben. Wir können ihn nun freilassen. Lord Raiden macht einen Abflug. Oder wie er immer so schön sagt, der Lord geht vom Bord. Und jetzt kriegen wir wieder eine Sequenz von seinem früheren Leben oder so. Vor langer Zeit gab es einmal einen ziemlich Sein Name war Lord Raiden und er träumte davon, einen Luftballonstand zu besitzen. Ernsthaft? Um ein Ballonverkäufer zu werden, ging er auf Reisen und traf viele verschiedene Leute. Bis er sich schließlich seinen Traum erfüllte und einen Ballonstand. Oh Gott. Ballons! Wie geil! Kommt ja doch ein Kunde. Stimmt, die sehen echt toll aus. Oh Gott, die Kids. Ach, wie lustig. Schon Kinder. Unfassbar. Der Passe aus der Kindergarte. Ja, es geht jetzt zu schnell, um es zu lesen, aber wir können es ja lesen. Cool das ist. Und so konnte der Behemoth im Wald an dem Tag ohne größere Zwischenfälle seinen Ballonstand eröffnen. So gut, die Geschichte von Lord Raiden. Das gibt eine Monsterkapsel SP! Nee, haben wir eigentlich genug davon. Jo Leute, das war doch mal wieder eine lustige Geschichte diesmal. Mal schauen, welche Geschichte wir das nächste Mal vorantreiben, wenn es wieder heißt Let's Play Monsterzucht bei Final Fantasy 10.2.